Das internationale Holzbildhauersymposium in Brienz besteht schon seit Jahrzehnten. Aber seit 2012 wird es organisiert durch den Verein Kuna. Als Spezielles haben wir uns vorgenommen, es jährlich zu organisieren und die Künstler auf einem Platz zentral schnitzen zu lassen. Es fördert den Austausch unter den Künstlern, den Besuchern und wird so auch interessanter und lebendiger. Ja, die Holzschnitzkunst in Brienz ist sehr verankert. Es gibt sie seit über 300 Jahren und wird zelebriert. Das ist eine sehr bekannte, traditionelle Holzschnitzkunst, aber fängt jetzt an, sich aufzubrechen. Der Bildhauer wird kreativer und künstlerischer und durch den internationalen Austausch wird dies natürlich stark gefördert. Das Spezielle am internationalen Holzbildhauersymposium Brienz ist bestimmt, dass wir Bildhauer wirklich aus aller Welt haben. Wir haben eine Bildhauerin aus Mexiko, einen Bildhauer aus Japan, Ägypten, Italien, wirklich sehr vielfältig. Zum anderen haben wir eine Gruppe der Schule für Holzbildhauerei, wo wir ein Projekt realisieren können, eine Installation, eine Idee, die ich schon sehr lange hatte, wo wir uns konzentrieren aufs Schnitzen und nicht das Sägen im Vordergrund steht. Ich möchte mich wieder kreativ betätigen und durch meine Erstausbildung habe ich mit verschiedenen Werkstoffen gearbeitet und Holz hat mir am meisten zugesagt. Ich denke, que si on a envie de d'avoir un futur dans cette formation, si on se bat pour pouvoir continuer là-dedans, oui, aucun souci. Ich bin fasziniert von diesem Handwerk und ich finde es schön, wenn ich so einen Beruf lernen darf, den nicht jeder lernt. Und das ist so, ja, ein sehr schönes Gefühl, wenn man sagen kann, ich lerne Holzbildhauerin. Die Holzschnitzerei in Brienz ist schon über 300 Jahre hier verankert. So läuft nebst dem internationalen Holzbildhauersymposium hier sehr viel zu diesem Thema. Die Schule für Holzbildhauerei besteht seit 130 Jahren, wo wir Holzbildhauer ausbilden. Zum anderen haben wir das Holzbildhauermuseum Schweiz, in dem eine Dauerausstellung ist, wo die Geschichte der Holzschnitzerei aufgezeigt wird und eine aktuelle Ausstellung zum Thema Holzspielzeug zum Staunen und Entdecken, welche bis Ende nächstes Jahr läuft.